Heute, vor genau 14 Jahren, meine Damen und Herren, ist Lehman Brothers pleite gegangen. Das Erstaunliche war damals, dass die Aktienmärkte an diesem Tag zwar gefallen sind, aber es war jetzt nicht so dramatisch. Die wirklich dramatischen Ereignisse kamen später, weil am Interbankenmarkt die Liquidität austrocknete, keine Bank mehr einer anderen Bank etwas Geld geliehen hatte, weil man sich gesagt hat, ich weiß gar nicht, welche Risiken du im Portfolio hast, besser halte ich mal das Geld zusammen, der Markt trocknete komplett aus, dann musste Politik und Fed voll all in gehen, um diese Situation zu überwinden. Und ich kann mich erinnern, dass ich wenige Tage vor diesem 15. September 2008 in einem Blog gelesen hatte, also sie werden eine Bank pleite gehen lassen, eine Investmentbank pleite gehen lassen, denn sie haben vorher schon immer gerettet, sie können das nicht durchhalten. Und der Tipp Verfassers dieses Blogs war, also er sagte, das ist sehr wahrscheinlich Lehman Brothers, erstens, weil das die kleinste der Investmentbanken ist und zweitens, weil Fuld, der Chef der Lehman Brothers, sich so ziemlich mit jedem, der Einfluss hatte, es sich verbockt hatte und bums, so ist es dann gekommen, aber wie gesagt, die Märkte haben dann erst später stark reagiert. Interessant ist, was damals mit Gold passiert ist, das heute ziemlich hart abverkauft wird und durch eine wichtige Unterstützung gefallen ist. Was da passiert ist im Jahr 2008, das wollen wir uns hier mal anschauen. Die Goldpreisentwicklung im Jahr 2008, da sehen Sie im September, geht es zunächst deutlich nach unten unter 750 Dollar und dann die Lehman-Pleite und dann haben sich viele gesagt, super, Gold ist der sichere Hafen, bums, nach oben kaufen. Und dann sind wir von 750 mal Stante Pete auf 900 Dollar gelaufen. Dann nochmal kurz runter und dann wieder kurz rauf. Und dann kam ein ziemlich saftiger Abverkauf, der noch fast, der unter das Tief bei 750 Dollar gefallen war. Und die große Frage ist, warum das passiert ist. Die große Frage, die sich viele stellen, die Gold haben, warum Gold schwach ist heute, warum es mit dem Preis nach unten geht, dann ist die Standardantwort, naja, guckst du, ist der Dollar stark, die Renditen sind hoch für Staatsanleihen, also es gibt wieder Zinsen, aber all das war ja gestern, vorgestern und vor zwei Wochen im Prinzip auch schon der Fall. Warum passiert es heute? Nun, meine Vermutung ist, dass wir es da mit einem Warnsignal zu tun haben. Warum? Es ist schlichtweg so, dass Gold gerne verkauft wird als Sicherheit, wenn man wirklich woanders Margenprobleme hat, also Sicherheitshinterlegungen geleistet hat. Jetzt sind diese Sicherheitshinterlegungen aufgebraucht, weil eben die Spekulationen gegen eingelaufen sind. Und was tut man dann? Dann verkauft man das, was man verkaufen kann. Und das ist zum Beispiel Gold, um eben Marge zu generieren, um einen Margin Call zu verhindern. Warum verkauft man Gold? Naja, mental, die meisten sind mit ihrer Goldposition noch im Plus und dann sagt man sich, hey, ist doch ganz gut gelaufen, also lieber jetzt raus. Und dann guckt man auf den Chart und sieht, oh, das sieht jetzt nicht so gut aus. Hier in diesem Chart von Capital.com sehen wir, dass wir da ziemlich gefährdet sind. Wir hatten einen massiven Anstieg 2020, als die Fed und andere Notenbanken Liquidität ins System gepumpt hatten, den Zins auf Null gebracht hatten, dann ging es nach oben, dann hatten wir so eine Seitwärts- bis Abwärtsphase, dann der nächste Spike nach oben über die Marke von 2000 Dollar. Und das sieht jetzt charttechnisch sehr, sehr gefährlich aus, denn das ist ein astreines Doppeltop. Die Italiener sagen Le Corna, die Hörner, die man hier sieht. Und da sind wir jetzt möglicherweise dabei, bei diesem Doppeltop eben die Nackenlinie zu unterschreiten. Und da könnte richtig Druck auf die Pipeline kommen. Wenn es dumm läuft, ist die Frage, ob es dumm läuft. Aber schauen wir uns hier mal an. Gold hat sich ja im Vergleich etwa zu Bitcoin doch sehr, sehr gut noch gehalten in diesem Jahr. Auf Euro-Basis ist man sogar noch im Plus mit 5,4%. Aber es wird jetzt auch weniger, weil Gold fällt. Viele haben sich ja gesagt, Mensch, der Euro, da bin ich mir nicht so sicher, wie da die Zukunft ist. Da gehe ich besser mal einen Teil in Gold und das hat sich auch gut gelohnt. Aber jetzt eben frisst sich das immer mehr weg. Bitcoin minus 52%, Aktien, Deutschland minus 18%, China, Japan, auch Aktien, USA, alles im Minus seit Jahresbeginn. Und wenn wir an diesem Lehman-Tag, an diesem Jahrestag der Lehman-Pleite uns mal anschauen, wie eigentlich dann
die zweite Hälfte des Septembers ist, die ja jetzt beginnt, dann sehen wir nicht schön. Wir haben in den letzten 40 Jahren sehr viele Ereignisse, wo wir eine sehr unschöne zweite Septemberhälfte hatten. Selten sind wir da im Plus. Also es gibt eine statistische Auffälligkeit, dass diese zweite Septemberhälfte schwach ist, was jetzt die Aktienmärkte betrifft. Und wenn wir bei den Aktienmärkten sind, dann schauen wir uns mal hier S&P 500 1962 an. Dann würde da noch was nach unten kommen und dann eine ziemlich lange Rallye. Aber gucken wir in die Inflationsjahre 1973, 74, dann sehen wir, da ist durchaus noch sehr, sehr viel nach unten gekommen. Solche Analogien sind vielleicht ganz interessant mal zu sehen, um zu zeigen, dass natürlich Menschen in ähnlichen Situationen ähnlich reagieren. Dafür gibt es Charttechnik auch. Es ist ja im Prinzip geronnene Verhaltenspsychologie, die man da sehen kann anhand von Kursen. Und die Amerikaner, die interessieren sich ja für alles, was mit Statistik zu tun hat. Und da hat man auch für alle Statistiken. Hier zum Beispiel, wenn wir jetzt in einen Expiration Friday, also morgen ist ja der große Verfall, reinlaufen, dann ist diese Woche in der Regel sehr schwach, nämlich 1,8% bisher. Bei den bisherigen Verfallstagen des Jahres, großen Verfallstagen des Jahres 2022. Aber die Woche danach geht es dann ziemlich saftig nach oben. Wird es diesmal auch so sein? Gucken wir uns jetzt mal die September, den großen Verfall im September an. Dann sehen wir, das ist eher nicht gut. Da haben wir durchschnittlich einen Verlust danach in der Woche von 1% in etwa. Also da ist eine statistisch auffällige Häufung von schwachen Handelswochen, die dann auf den September-Verfallstag folgen. Und wenn wir uns jetzt mal die Gesamtgeschichte etwa des S&P 500 anschauen und Sie gucken mal hier auf die Spalte September, ich hoffe, Sie können es lesen, dann sehen wir hier, zweite Septemberhälfte, ganz schwierig, der 19., dass wir ja dann, wenn ich es richtig sehe, der Montag, da hat man eine Durchschnittsperformance von minus 1,0%. Das ist der schwächste Handelstag des gesamten Jahres. Danach der 20. minus 0,67%. Also da ist eine gewisse Häufung von schlechten Tagen, von schwachen Tagen, die da zu beobachten ist. Eine saisonal sehr schwache Zeit. Und schwache Zahlen haben wir heute auch aus den USA bekommen. Einzelhandelsumsätze wirklich mau. Die waren zwar in der Headline scheinbar besser als erwartet, aber nur deshalb, weil der Vormonat so stark nach unten revidiert wurde, dass im Vergleich zum Vormonat die Zahl besser war als erwartet. Aber da hat man auf minus 0,4% die Daten runter revidiert. Ziemlich großer Schnaps, das ist selten, dass man so etwas gesehen hat. Und ohne Autos wären die Einzelhandelsumsätze sogar um 0,3% gefallen. Und vergessen wir nicht, wir haben ja Inflation, die war im August bei plus 0,1%. Also die Umsätze sind faktisch rückläufig. Das hat dazu geführt, dass die sogenannte Control Group, die ins BIP einfließt, mit 0,0% ebenfalls ziemlich mau war. Dadurch hat jetzt der sogenannte GDP-Tracker, den es von der Bank of America gibt, der hat jetzt nur noch ein Wachstum fürs dritte Quartal von 0,8%. Also man sieht, da ist eine gewisse Abkühlung. Dann hatten wir noch Philly Fed Index. Wir hatten New York Empire Index. Philly Fed sehr schwach, New York Empire auch im Minus, aber jetzt nicht wirklich deutlich unter der Erwartung. Auffallend aber, dass die Preise so stark zurückgegangen sind wie seit Dezember 2020 nicht mehr. Hier oben sehen wir das beim Philadelphia Fed Index und gucken wir uns mal Unfilled Orders und Supply Deliveries an. Dann sehen wir, das deutet alles massiv nach unten. Wir sehen auch etwa im Logistikbereich die Tage, die Schiffe warten in Los Angeles Long Beach, das sinkt hier weiter und wir sehen auch die Container Shipping Rates gehen deutlich nach unten. Also alles deutet darauf hin, dass wir jetzt in einer Phase sind eines Abschwungs, wo auch dadurch dann der inflationäre Druck und die Nachfrage vor allem, die für diesen inflationären Druck meist verantwortlich ist in den USA, eben nachlässt. Gleichzeitig aber preisen die Zinsmärkte ein, dass die Fed die Zinsen bis 4,4% anheben wird und sie dann auch praktisch durchgehend im Jahr 2023 über 4% halten würde. Das erwartet etwa auch die Deutsche Bank ähnlich, ja vielleicht sogar bis 5% würden die Zinsen steigen. Also jetzt überbietet man sich in hawkischen Erwartungen gewissermaßen, was die Zinsen betrifft. Wäre für Gold ja auch ziemlich mies, aber gucken wir mal jetzt auf die Erwartungen für nächste Woche, die FED-Sitzung, 75 Basispunkte oder
100 Basispunkte Zinsanhebung und da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt gesunken auf 20%, dass die Fed wirklich 100 Basispunkte, also 1%, die Zinsen anhebt. Und apropos Zinsen, damit haben die ein richtiges Problem bald in den USA. Denn wir sehen, wir haben hier einen Anstieg von fast 10 Milliarden Dollar jeden Monat in der Zinsbelastung. Und wenn die Fed wirklich die Zinsen weiter so anhebt, dann haben wir mal eben ein Billionsche nur an Zinsen, die die Amerikaner pro Jahr zahlen müssen. Jetzt haben wir das BIP der USA so um und bei, glaube ich, 23 Billionen Dollar. Das heißt, die müssten fast 5% ihres BIPs nur für Zinsen bezahlen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist eine Menge Holz, das wird schwierig. Und wir sehen, dass dieser Schmerz, der durch die Zinsanhebungen kommt, eben jetzt vor allem auch auf den Immobilienmarkt übergreift. Die Mortgage Rates von Freddie Mac, die sind jetzt das erste Mal seit November 2008, wieder das Jahr 2008, über 6% gestiegen. Vor 2 Jahren waren wir noch bei 2,87% für eine 30-jährige Mortgage Rate, also Hypotheken, der Hypothekenzins. Damals die Hauspreise durchschnittlich 405.000, jetzt 547.000, also in nur 2 Jahren ein massiver Anstieg der Hauspreise. Ein bisschen Erleichterung, ich hatte das heute Morgen thematisiert, der Streik in Sachen Eisenbahn in den USA ist erstmal abgewendet. Das wäre ein Riesenknaller gewesen, aber Joe Biden hat sich da eingemischt und das wollte ich noch zeigen. Seine Popularitätswerte steigen derzeit, liegt auch daran, dass der Benzinpreis deutlich fällt. Das ist sehr, sehr wichtig in den USA. Und jetzt ist die Frage, wie geht es da politisch weiter? Jetzt hat Schumer von den Demokraten gewarnt, wir werden das Abgeordnetenhaus verlieren. Und das kann passieren. Pelosi hatte gesagt, Mensch, wir werden auch das Abgeordnetenhaus behalten. Also auf jeden Fall, die Demokraten schienen hier völlig aussichtslos in diese Zwischenwahlen zu gehen Anfang November. Aber das scheint jetzt hier nicht eine so sichere Sache zu sein. Putin trifft Xi Jinping und der hat sich da mal sehr nett geäußert gegenüber Putin. Und Putin hat eine sehr ausgewogene Haltung zur Ukraine-Frage etc. Putin wiederum hat dann gesagt, Mensch, Taiwan, ja, ja, das ist China, das hat nämlich Xi Jinping, das war ihm offenkundig wichtig und man verbittet sich jede Einmischung. Man hatte dann auch übrigens mit der Mongolei wohl einen Deal, dass dann da eine Pipeline durchgebaut wird, damit Gas nach Asien geleitet werden kann. Apropos China, wir sehen dieser Druck auch durch den Dollar, jetzt der Offshore-Yuan, das erste Mal wieder bei 7, das heißt Dollar-Yuan bei 7 Yuan muss man hinblättern offshore, um eben einen Dollar zu bekommen. Und wir sehen hier heute frische Daten auch zur Handelsbilanz der Eurozone. Minus 40 Milliarden Euro Fett. Das ist sozusagen der Preis für Energie, den wir derzeit bezahlen. Die Eurozone hatte jahrelang einen praktischen Handelsbilanzüberschuss. Jetzt nicht mehr. Und was macht die EZB? Holzmann, der Österreicher, hat gestern Abend gesagt, ja, früheres Reagieren hätte ja nichts gebracht. Das ist natürlich eine ziemlich schwachsinnige Aussage. Holzmann war einer derjenigen, der eher hawkisch unterwegs war, eher gesagt hat, wir müssen die Zinsen irgendwann anheben. Aber jetzt eine solche Aussage hätte nichts gebracht. Natürlich hätte es was gebracht. Man hätte die Inflationserwartungen etwas senken können. Man hätte gezeigt, ja, es ist ernst mit der Inflationsbekämpfung, das hat man verpasst. Jetzt sagt der Guindos, der EZB-Vize, ja, entschlossenes Handeln, es sei erforderlich. Heute eine Konferenz in Lissabon, da hat der portugiesische Notenbankchef gesagt, naja, aber lasst uns mal langsam machen, nicht zu schnell die Zinsen anheben. So oder so, Zinsbelastung auf der einen Seite, Inflationsbelastung auf der anderen Seite, Energiekrise, explodierende Energiepreise sorgen dafür, dass Leute, die 3.600 Euro netto haben, nichts mehr zurücklegen können, sondern sogar an ihr Erspartes gehen müssen, nur um ihre Lebenshaltung überhaupt noch finanzieren zu können. Die Sparkassen haben hier eindringlich gewarnt, das könnte ganz, ganz bitter werden, was da auf uns zukommt. Wir sehen teilweise Stadtwerke kündigen Kunden, so wie in Osnabrück, da sind 1.000 Firmenkunden mal eben praktisch gekündigt worden. Jetzt haben wir auf der anderen Seite das Problem, dass die Kohlensäure offenkundig eine Mangelware wird, wird ja durch Gas erzeugt. Und das ist für Bier ein Thema, Mineralwasser ein Thema. Erste Brauereien haben da schon die Produktion eingestellt. Also die Einschläge, hat man das Gefühl, kommen immer näher. Das gilt auch für die Immobilienpreise. Hier zeigen frische Daten
bestätigen nochmal die Wende am Immobilienmarkt. Erste Empfehlung als Artikel, meine Damen und Herren. Zweite Empfehlung, Diesel müsste bald sinken an der Tankstelle, denn der Dieselpreis, der an den Märkten gehandelt wird, der ist deutlich nach unten gekommen. Jetzt unter 1000 Dollar für die metrische Tonne. Das ist das erste Mal seit Mitte März, dass wir so tief stehen. Bin gespannt, ob das an der Tankstelle bald sichtbar wird. Zweite Artikelempfehlung. Und die dritte Artikelempfehlung, schauen Sie sich mal hier diese Gold-Thematik an. Ist Gold möglicherweise überbewertet? Manche sagen ja, aber viele wären wahrscheinlich oder sind wahrscheinlich froh, dass sie zumindest so ein bisschen eine Sicherheit haben, falls unser Fiat-Geld mal nicht mehr funktionieren sollte. Also drei Artikelempfehlungen und ich wünsche jetzt das Allerbeste. Servus, ciao.